Guten Tag. Geld ist heute mein Thema. Mein Name ist Bormann, ich bin vom Beruf Lehrer. Ich lebe in Berlin. Wissen Sie, was Geld ist? Sie sagen, dieser Schein, den Sie in der Hand haben, auf der eine Zahl steht. Was bedeutet denn diese Zahl? Das ist ein Schuldschein. Ja? Ich bekomme dafür etwas, weil irgendjemand Schulden bei mir hat, wenn ich diesen Schein besitze. Verstehen Sie das? Nehmen wir mal ein Beispiel, wie man es vielleicht am besten versteht. Ich streiche meinem Nachbarn seine Wand, habe dafür eine Stunde gebraucht und sage, ich notiere mir auf ein Blatt Papier eine Stunde Arbeitszeit. Schuldet mir der Nachbar. So. Diesen Schein, den stecke ich in mein Portemonnaie und den kann ich einlösen bei meinem Nachbarn. Das ist die sogenannte Nachbarschaftshilfe. Ja? Normalerweise würden Sie sich dafür keinen Zettel in die Tasche stecken. So, aber es könnte ja jetzt auch sein, dass Sie für jemanden Fremdes arbeiten. Und im Prinzip funktioniert das genauso. Sie stellen dem Fremden eine Rechnung. Und diese Rechnung ist ein Schuldschein. Ich könnte jetzt diese Rechnung übertragen auf jemanden anderes und sagen, hier, guck mal, der schuldet mir 100 Euro. Drück ihm das in die Hand und sage, du bekommst das Geld. Dann wird er wahrscheinlich bei mir nochmal nachfragen, ob das so seine Bewandtnis hat, ob das so korrekt ist. Und wenn ich sage, ja, ich habe gerade eine Lieferung von diesem Herrn bekommen, die konnte ich nicht begleichen. Deshalb möchte ich, dass Sie die Rechnung gegenüber dem begleichen. Alles umständlich, ne? Genau. Also deswegen haben wir ja diese Zettel mit den Zahlen drauf oder ein paar Münzen, die einfach einen Wert bezeichnen, den ich dann irgendwo umtauschen kann in etwas anderes. Woher kommen diese Zettel mit den Zahlen drauf? Die müsste es ja gar nicht geben, die könnte es ja auch nur digital geben. Ne? Aber vereinfachen wir das heute mal und setzen die beiden gleich und sagen, ist ja im Prinzip egal, ob ich das jetzt auf dem Konto als Zahl habe oder in der Tasche als Schein. Natürlich nur, solange der Strom nicht ausfällt. Ne? Okay, also das gedruckte Geld ist in meinen Augen etwas mehr wert als das auf meinem Konto. Weil das auf meinem Konto muss ich erstmal ein gedrucktes umtauschen, bevor ich es dann bei Stromausfall verwenden kann. Also für diese Situation. Das ist jetzt nur für die ganz genauen, ganz pedantischen, die immer alles ganz richtig machen wollen, die legen Wert auf gedrucktes Geld. Okay, aber woher kommt das denn jetzt, dieses gedruckte Geld? Ja, es gibt viele Leute, die meinen, oh, die Zentralbank, die druckt das einfach und die gibt das uns dann und dann kann der Staat es ausgeben und bringt es unter die Leute. Jetzt ruft schon wieder einer, oh, das macht doch Inflation. Naja, ein bisschen, okay, muss nicht unbedingt. Also dieser Zusammenhang, der ist nicht so starr zu sehen, wie manche Leute ihn darstellen, ne? Also wenn wir viele Arbeitskräfte haben und wir hauen viel Geld ins System, meinen Sie, dass die Leute dann weniger geizig sind mit ihrem Geld? Meinen Sie, dass diese vielen Arbeitskräfte dann in der Lage sind, einen höheren Lohn zu fordern? Natürlich nicht. Also es gibt nicht in jedem Fall Inflation. Es gibt dann Inflation, wenn wir eine Warenverknappung haben, wenn wir eine Arbeitskräfteverknappung haben, dann gibt es Inflation. Über dieses Thema möchte ich mich aber an dieser Stelle nicht auslassen, sondern was mir wichtig ist, ist, wer hat das Recht, dieses Geld unter die Leute zu bringen? So, und dann fällt Ihnen erstmal die Bank ein. Ja, die Bank leiht sich ein bisschen Geld von der EZB und darf dann ein Vielfaches davon als Kredit an die Leute rausgeben. Das ist das, was manche Leute bezeichnen als Geld wird aus dem Nichts geschaffen. Naja, so ganz nichts ist es ja nicht, ne? Also, okay, es ist ziemlich nah dran am Nichts. Ja, also, warum müssen die Banken aber von den Zentralbanken noch irgendwie
sich Geld abholen. Haben die nicht selbst Geld? Das Geld, was wir denen bringen, können die dieses Geld, was sie da einsammeln, dann nicht anderen Leuten leihen und dann ihr Geschäft damit machen? Vielleicht war das irgendwann mal so. So wie es heute ist, ist es tatsächlich so, dass die Bankfilialen so gut wie kein Geld im Keller haben. Wenn sie Geld haben wollen, dann müssen sie es häufig Tage im Voraus bestellen und zu einer bestimmten Uhrzeit abholen. Und dann kommt extra ein Geldtransporter, der dafür sorgt, dass dieses Geld dann auch in der Filiale liegt. Okay? So. Wir sind immer noch nicht beim Punkt, wo ich eigentlich hin möchte. Nämlich, der Staat braucht Geld. Für seine Angestellten, für seine Sozialfälle, für die Infrastruktur, für die Bildung, für seine Politiker, für wen auch immer. Und erleiht sich das in Form von Krediten, zum Beispiel von den Zentralbanken. Ja? Stimmt das so? Oder nur von den Banken? Worauf ich hinaus möchte, ist, warum muss sich ein souveräner Staat überhaupt Geld leihen? Es ist doch so, ich als Bürger schulde dem Staat etwas. Ne? Weil der Staat baut die Straßen, baut die Schulen und bezahlt die Leute. Das heißt, das Geld, was der Staat in Umlauf bringt, ist doch nichts anderes als ein Schuldschein, so wie ich das vorhin am Anfang beschrieben habe. Der Staat hat also das Recht, diese Scheine einfach zu drucken und unters Volk zu bringen, weil das ist unsere gewählte Regierung. Das sind die Leute, die uns vertreten sollen als Masse. Natürlich nicht schubsen sollen und schikanieren sollen und weiß der Teufel was. Nein, das sind unsere Angestellten, das sind die, die uns vertreten als einige wenige, die dann die Organisation des Gemeinwohls in die Hand nehmen. Ja? Okay, also die drucken jetzt das Geld. Das wäre korrekt. Stattdessen gehen sie jetzt zu den Banken und holen sich das als Kredit. Warum? Ein Kredit muss man zurückzahlen. Warum muss der Staat etwas zurückzahlen? Das ist doch völliger Blödsinn, dieses Konstrukt. Dieses Konstrukt gehört meiner Ansicht nach abgeschafft. Ja? Ein souveräner Staat, egal ob es jetzt die Bundesrepublik Deutschland ist oder ob es das neue Europa ist oder die neue Weltregierung. Tja, vielleicht gibt es sie ja bald. Also diese Gebilde, die brauchen sich kein Geld zu leihen. Die können das Geld einfach drucken. Egal, ob es eine D-Mark ist, ein Euro ist oder der neue Weltdollar. Ja, also, was passiert, wenn der Staat sich etwas als Kredit leiht? Dann passiert das, was wir jetzt heute haben, nämlich, dass die Bundesrepublik weit über 2 Billionen an Schulden hat, die es zurückzahlen muss. Angeblich die Leute, denen dieses Geld geschuldet wird. Was für ein Irrsinn. Wem gehören diese Banken? Wem gehören vor allem die Zentralbanken? Warum reden wir darüber nicht jeden Tag, was diese Zentralbanken in unserem System eigentlich sind, welche Aufgabe sie haben und vor allen Dingen, wem sie gehören? Wie viel Prozent der EZB gehören der Bundesrepublik Deutschland? Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Wissen Sie es? Wem gehört die EZB und zu welchen Anteilen? Wem gehört die amerikanische Zentralbank, die Fed, und zu welchen Anteilen? Wem gehören all die anderen Zentralbanken und zu welchem Anteil? Dann wissen Sie, wer dieses Geld, was wir erwirtschaften, dann bekommt. Bis vor wenigen Jahren, glaube ich, waren es 10 Jahre oder 20 Jahre, durften diese Zentralbanken keine Anleihen aufkaufen von irgendwelchen Staaten. Ja? Heute sind wir so weit, dass sie nicht nur Anleihen von Staaten aufkaufen, sondern auch von Firmen.
von diesen Zombie-Unternehmen, die sich anders nicht mehr retten können als über Kredite. Ja, normale Unternehmen nehmen auch Kredite auf, weiß ich. Aber trotzdem gibt es 10% der Unternehmen auf der Welt, würde ich mal behaupten, sind in der jetzigen Zeit ohne Kredite überhaupt nicht mehr überlebensfähig. In keinster Weise. Und die werden dann eben als Zombies bezeichnet. Das Zombie-Unternehmen. Wenn die weg sind, dann sorgt das manchmal auch für Inflation. Weil eine Marktbereinigung natürlich auch wieder dafür sorgt, dass es weniger Güter zu verteilen gibt. Und dieses schrumpfende Angebot sorgt dann letztendlich für höhere Preise. Da freuen sich dann die übrig gebliebenen Unternehmen. Okay? Das will ich jetzt moralisch auch gar nicht bewerten an dieser Stelle. Es macht keinen Sinn, Leute, die nicht wirtschaften können, mit zusätzlichem Geld am Leben zu halten. Ist meine persönliche Meinung. So, jetzt weiter mit den Zentralbanken. Die fungieren jetzt also wie so ein Staubsauger. Ja? Sie kaufen jetzt plötzlich die ganzen Anleihen des Staates, die Anleihen der Firmen, diese ganzen Schuldscheine auf, die quasi nichts anderes sind als zurückzuzahlende Kredite. Und wenn diese Unternehmen und Staaten diese Kredite eines Tages nicht zurückzahlen können, dann bedeutet das aus meiner Sicht ganz klar, die Zentralbanken funktionieren wie ein Staubsauger, ein gigantischer Staubsauger, der alle Unternehmen und Staaten schluckt. Genau, also im Prinzip gehören dann sämtliche Unternehmen und Staaten den Zentralbanken. Und wenn Sie vorhin mitgedacht haben und die Frage beantwortet haben, wem gehören die Zentralbanken, dann wissen Sie, wem in Zukunft die Welt gehört. Und dann wissen Sie auch, warum der Klaus Schwab so frech meint, im Jahr 2030 werden Sie nichts mehr besitzen und glücklich sein. Kann ich mir nicht vorstellen, nichts zu besitzen. Ich habe dafür ein Leben lang gearbeitet, dass meine Eigentumswohnung heute bezahlt ist. Und die möchte ich mir auch nicht wieder wegnehmen lassen. Ja? Weil irgendwelche Leute meinen, sich über beide Ohren verschulden zu dürfen bei den Zentralbanken. Weil diese Zentralbanken gehören abgeschafft in dieser Form, in der sie existieren. Ja, sie dürfen keine Banken und keine privaten Eigentümer aufweisen. Diese Zentralbanken müssen den Staaten gehören. So wie die Bundesbank der Bundesrepublik gehört, hoffe ich doch mal, sollte die EZB anteilig den Ländern der Eurozone gehören. Hoffe ich doch mal. Prüfen Sie das alles nach. Und wenn Sie sich Ihre eigenen Gedanken gemacht haben, dann stellen Sie Ihre Forderungen an eine neue Welt, die transparenter ist als die bisherige, wo wir auf jeden Fall fordern werden, dass die Eigentumsverhältnisse von Zentralbanken offenzulegen sind. Tja, habe ich jetzt alles gesagt zu dem, was ich sagen wollte? Sie meinen, da fehlt noch ganz viel? Ja. Marc Friedrich wäre eine Adresse. Ernst Wolf ist eine andere Adresse. Dr. Markus Krall ist eine weitere Adresse. Gucken Sie auch ruhig Kanäle wie Mission Money und was fällt mir da noch an? Sonst noch ein? Da gibt es doch einige Kanäle, wo man viel zu diesen Themen erfahren kann. Ja? Okay, dann bin ich fertig. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag, eine schöne Woche, ein schönes Jahr. Tschüssi.